Hi, ich bin Kelvin Böckmann, 23 Jahre alt, Mitglied der Perspektivgruppe hier am DOKR und auch Sportsoldat bei der Bundeswehr. Wir sind hier am DOKR bei den Bundeschampionaten 2024. Ja, ich stehe jetzt neben meinem sechsjährigen Kasparov. Wir nennen ihn im Stall nur Kaspar. Er ist auch letztes Jahr auf dem Bundeschampionat hier gewesen bei den Fünfjährigen. Da hat unter anderem auch meine Mama ihn entdeckt. Und habe dann das Glück gehabt, ihn Ende letzten Jahres zu mir in den Stall bekommen zu dürfen. Und seitdem bereichert er uns eigentlich jeden Tag. Einfach ein unglaublich liebes Pferd, der möchte gar nichts falsch machen. Und es macht einfach unglaublich Spaß. Wie man sehen kann, ist das hier beweglich und auch gut beweglich. Das heißt, ihr sagt, falls mal ein kleiner Stolperer passieren sollte, klappt das ganz, ganz schnell weg. Hier sind wir bei Kombination 11AB. Die Pferde kommen über einen Baumstamm reingesprungen ins Wasser, haben einen relativ langen Weg im Wasser und dann eine lange gebogene Linie zu 11AB, der Kombination mit den Häusern, mit den kleinen Hecken obendrauf. Das Besondere hierbei ist, dass die Häuser etwas versetzt sind. Das heißt, man muss den Pferd wirklich klar machen, okay, das ist die Linie, auf der wollen wir bleiben. Und dann ist es aber eigentlich eine ganz, ganz klare Aufgabe. Hier sind wir bei Kombination 13AB, die letzte Kombination und auch die vorletzten Sprünge im ganzen Parcours. Wie man hier sieht, auch wieder ein bewegliches Element. Das heißt, das Thema Sicherheit wird ganz, ganz groß geschrieben. Langgezogene Wendung, wo man sich am Ende aussuchen kann, wie viele Galoppsprünge man nimmt. Ich denke, es werden entweder 5 oder 6. Man sieht, vorm Sprung geht es ein bisschen berghoch, nach dem Sprung ein bisschen bergrunter. Das heißt, die Pferde sind ja einfach gefragt, in ihrer Balance zu bleiben. Der Reiter ist gefragt, das Pferd möglichst gut zu unterstützen. Und dann geht es danach auch schon in Richtung Ziellinie. Ja, wir sind jetzt fertig. Die Runde lief eigentlich ziemlich genauso wie geplant, sehr flüssig. Auch die Kombination mit den Distanzen lief am Ende genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Kaspar und ich konnten tatsächlich auch gewinnen, oder Kaspar konnte gewinnen. Also wir sind sehr, sehr happy und genießen jetzt noch den Rest des Tages.